Willkommen, liebe TakeTV-Community, auf ein neues hier heute für euch. Elfi gegen TLO wird es sein, ein PvT, nämlich auf Lost Temple Cross Position haben wir hier gestartet. Und das wollen wir uns doch gerne mal anschauen. Ein kleines Leckerbissen für euch mal wieder von Dario Wünsch, der hier gegen einen, ja, einen alten Warcraft 3-Spieler spielt, wenn es der Elfi ist, von dem ich stark ausgehe. PWR Elfi, und der junge Mann war früher Undead-Spieler, ja, tatsächlich, und ist Finne. Jetzt gerade unterwegs hier als Protoss, spielt gegen TLO, der hier random immer noch spielt in der Ladder und jetzt gerade Terra bekommen hat. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich, nächste Woche, Samstag und Sonntag, geht es los mit dem Home Story Cup. Da wird TLO auch unter anderem am Start sein. Der wird schon diesen Sonntag bei mir sein. Diesen Sonntag mit Heypro zusammen anreisen. Mit den beiden werde ich noch ein Interview machen, vor allem mit Heypro. TLO hatten wir ja schon. Und vielleicht werde ich mit denen auch zusammen eine Show machen. Ich bin sehr gespannt, ob da vorher noch was geht. Die Jungs könnt ihr dann gerne noch genießen. Und seid gespannt auf den Home Story Cup. Es wird wohl um 12 Uhr losgehen. Ach ja, das wird noch ein schönes Highlight. Jetzt sehen wir übrigens Merry Christmas. Ja, jetzt wisst ihr schon mal, die Jungs zocken auch an Weihnachten. Das ist denen alles egal. Und hier geht's direkt rund mit dieser Partie. Ja, was spielt man denn auf einer Cross-Position? Das wissen die beiden gleich zumindest erstmal dann, wenn sie die gescoutet haben. Denn bisher haben beide noch keine Ahnung. Ist der Gegner zumindest Luftlinien sehr nah? Das weiß Elfi auch noch nicht. Er weiß zumindest schon mal, dass er nicht close ist. Das heißt, die kürzesten Wege hier auf dieser Map von der Rampe zur Rampe sind das wirklich sehr, sehr schnelle Wege. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an, was er jetzt macht. Er sieht zumindest schon mal hier die Base. Er weiß, okay, er ist cross, weite Wege. Kommt ihm eigentlich ganz gut, wenn er eher ein Spieler ist, der recht defensiv spielt und vielleicht gerne auf Makro-Game geht oder ähnliches. Da wird er nicht so schnell weggepumpt und gepusht von einem Terra, wie es halt auf einer Close-Position möglich ist. Oh, ein Schluck Saft getrunken. Boah, tut der gut. Ha. Boah, wie frisch man sich fühlt, so mit Vitaminen im Körper und so. Richtig gut. Ja. Auf der anderen Seite TLO. Muss er bei ihm sagen, mein Gott, dann ist es halt eine Cross-Position. Das ist ihm ja fast schon egal. Der spielt ja so kreativ. Dem fällt ja auch irgendwas Cooles ein auf der Cross-Position, dass der Protoss dann am Ende denkt so, what the hell, kein Bock mehr. Aber ja, in dem Fall wissen wir noch nicht, was kommt. Wir haben nämlich bisher noch nichts Aufregendes, Auffälliges gesehen. Es könnte jetzt gleich eine Factory geben. Ein paar Marines werden gebaut. Es könnte also ein 1-1-1-Opening sein. Wir sehen, hier kommt die erste STV. Spricht für eine Factory. Die kommt auch gerade hier in diesem Moment. Also 1-1-1 heißt in dem Fall Barrack, Factory, Starport. Aber könnte natürlich auch ein bisschen was anderes kommen. Eine zweite Barrack ist auch durchaus möglich. Hier ein Hellion raus und dann gucken wir einfach mal weiter. Bei TLO weiß man ja nie so genau. Hier gibt es Chrono Boosted, Warpgate Research und der erste Stalker. Ist das überhaupt der erste? Ja, das ist der erste Stalker, der jetzt gerade ins Spiel kommt. Die Probe hier hat den Xel'Naga Tower gerade in Anschlag genommen, also weiß auch ziemlich gut Bescheid, was da oben so in der Ecke rumwuselt und rumfleucht. Also da ist er wirklich informiert. Factory ist gleich abgeschlossen, weiteres Depot ist gleich fertig und es werden fleißig Arbeiter gebaut, das gehört dazu. Marines werden auch noch ein paar gesetzt, 4 Marines stehen da, der fünfte kommt, der ist wie scoutet jetzt auch mal, hat's gedacht, ja, es wird Zeit, links gescoutet, rechts gescoutet und er weiß jetzt, mein Gegner ist gegenüber. Und Elfi ist nach wie vor auf einem Gate und Doppelgas mittlerweile. Baut jetzt hier eine Robo. Also. Oh! Scouten. Also. Gucken, was TLO gesehen hat. Okay, er weiß, dass ein Gate, mehr weiß er nicht. Er hat gar keine Scouting-Information bekommen. Also er sieht einen Stalker, okay. Er sieht keine Sentries so far. Ja. Sehe mich jetzt hier noch drei Gates on top dazu. 3 Gate mit Robo. Könnte ein ziemlich fieser Push werden. Muss man aber erstmal abwarten. Was macht er jetzt mit seinen 6 Marines? Suizid gefährdet oder? Na, gucken wir einfach gleich mal. Wir sehen hier einen Reaktor im Bau und gleichzeitig auf der Factory Tech Lab und on top natürlich auch noch die Expansion. Er ist auf einem Gas geblieben. Alles andere als eine Expansion wäre fatal. Wie soll er auch seine Ressourcen ausgeben? Also er könnte natürlich 5 Barracks Mass Marines setzen oder sowas. Das ist natürlich eine Option. So. Was wir aber sehen, suizidgefährdet, nicht unbedingt, ne? Also, er baut immer noch keine weiteren Units. Hat hier halt auch 2 Hellions mittlerweile mit im Spiel. Boah, und verliert auch seinen Sentry, war nicht so klug. Warp Prism? 5 Gate Warp Prism? Okay, also das wird jetzt ein bisschen riskant, denn da ist jetzt so einiges, was gerade auf ihn zukommt. Und er wird hier gut gepusht. 2 weitere Stalker sind im Bau. Werden gerade reingeworbt, kommen auch mit ins Spiel. Okay, die sind auch durchgekommen. Gut, Marines kriegt man mit Stalker mit und ein bisschen Micro halt eigentlich ganz gut raus. Weil die Nummer 1 geht down und er microt das auch recht fein.
Nächster Marine geht down. Okay, jetzt kriegen sie doch schon ein bisschen was ab. Also Stalker sind halt wirklich nicht zu unterschätzen gegen Marines. Solange kein Sim da ist, sowieso noch sehr nice. Wir sehen es. Beide Micron hier recht nice. Dieser eine Stalker ist halt noch Full HP. Oh, und er haut hier alle Marines raus. Okay, das hat wehgetan. Hat aber auf der anderen Seite auch einen Pylon verloren und zwei Warpgates sind nicht in use. Er hat 5 Warpgates und einen Robo. Also der ist ja freaky. Wie macht er das? Da ist das Warp Prism. Und das kriegt er halt. Das Warp Prism hat er halt einfach nur da, um Units hier reinzuwarpen. Also es ist no other reason. So, und da warpt er dann halt einfach mal 4 Zealots ran. Aber ich weiß nicht, ob das vom Timing gut war. Hätte er nicht vielleicht lieber auf die Stalker warten sollen? Ich tippe mal ja. Nimmt nämlich jetzt nicht so viel mit auseinander, wie ich denke, er hätte auseinandernehmen können. Da kommen die 3 Stalker, ja, und da denkt man sich so, okay, wenn da jetzt noch 4 Zealots dabei gewesen. Wow, nice. Oh, War Prism fast down gegangen. Und die 3 Marines sind halt hinter dem War Prism hinterher, ja. Zwei Stalker, er hat relativ viele Ressourcen, könnte jetzt einfach mal einen Haufen Units reinwarpen. Wie sieht's mit dem Harvest-Account aus? Beide auf 25, was spricht halt schon mal total für TLO. Und da kommen 5 Zealots. Ja, das ist natürlich krass, wenn man einfach mal eben so 5 Zealots reinwarpt. Das in die Base des Gegners. Da stehen aber 2 Tanks. Ah, ich sag mal so. Das War Prism, ja. Er wartet halt noch auf eine weitere Fuhr. Er will nochmal Units reinwarpen. Chrono boostet hier auch einige Gates. Energie für ein weiteres hat er noch. So, und da ist jetzt eine kleine Force. Und er geht drauf. Die ersten beiden Tanks ballern hier die Zealots aber gut down. Erster Tank wird aber gut angegangen. Geht jetzt in dieser Sekunde down. Es sind noch 3 Stalker und da kommen nochmal 3 Zealots rein. Und da kommt der Mass Repair. Schön gemacht von Telo. Repariert jetzt hier diesen Tank. Und wenn der mal Mass Repaired wird, geht gar nichts mehr. 2 Stalker noch im Spiel. Hier werden nochmal neue Units reingeworfen. Und da hat er richtig viel verloren. 41 gegen 38. Vom Supply tun die sich aber immer noch nicht so viel. Ein Arbeiter mehr mittlerweile wieder auf der Seite von Elfie. Hier kommen die Marines mit dazu. Und wir haben hier ein Tech Lab. Nichts wird bisher erforscht. Sim wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Kommt mit Shield auf jeden Fall auch. Und hier geht's auf die Marines. Die beiden Stalker sind schon gut angeschlagen. Muss ja aufpassen. Besser aufpassen. Der Tank hier wird einfach Mass Repaired. Da kommt er nicht richtig ran. 2 Marines da oben ballern auf den Zealot. Und dieser Zealot konnte sich gerade noch eben durchsetzen gegen die Marines. So, und jetzt sieht es gar nicht so schlecht. Ah, er geht halt wirklich nur noch auf die Marines. Jetzt geht's wieder auf den Tank. Vielleicht sollte er mit den Stalkern direkt vor den Tank gehen. Ich weiß es nicht. Der kriegt diesen Tank einfach nicht down. Also, unter keinen Umständen. Jetzt lädt er die beiden Zealots ein und fliegt wieder weg. 40 gegen 35 Supply. Vorteil ist auf jeden Fall der Arbeiter-Count 2. Ist nicht viel, ist eher eigentlich sehr mager. Wenn man sich aber auch mal den Tech hier anschaut. Also Starport ist jetzt im Prinzip so gut wie fertig. Er kann halt doppelt Arbeiter pumpen. Das hat sich jetzt die ganze Zeit bezahlt gemacht. Er hat immer wieder Arbeiter verloren, aber doppelt so schnell welche nachgebaut. Syncam ist halt kaum niedriger gewesen. Ja, und jetzt, weiß ich nicht. 3 Stalker noch mit dabei. Die Sache sieht hier echt nicht rund aus für Elfie. Jetzt warpt er hier noch Units rein. Oh, War Prism und da gehen die Units weg. Das war's halt. 2 Stalker noch mit dem Spiel und die Geschichte sollte gelaufen sein. Ja, Elfie lief das Game ohne GG. Ah, unfreundet dieser junge Mann. Der ist ja wirklich noch nicht so alt. GG aber von meiner Seite. Kratz an Telo. Wieder mal ein Spiel gegen einen guten Protoss gewonnen als Terra. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr schaut gerne wieder natürlich von mir vorbei. Gerne auch bei Facebook, Take-TV reinschauen und gerne liken. Also ich wünsche euch was. Schönen Abend. Bis dann.